Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Eine Runde mit Petra. Heute gehe ich mal durch den Botanischen Garten und habe einen ganz besonderen Gast, nämlich Dr. Gabi Andretta. Hier ist sie schon, unsere Landtagsabgeordnete, direkt gewählte Göttinger Landtagsabgeordnete, seit 23 Jahren bereits. Und unsere erste Landtagspräsidentin, Gabi. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du das mit mir machst. Petra, herzlichen Dank für die Einladung. Ein wunderschöner Tag und eine wunderbare Gelegenheit, den alten Botanischen Garten mal wieder zu besuchen. Genau. Ich freue mich sehr. Gabi, du bist die erste Landtagspräsidentin, die wir jemals hatten. Was bedeutet das für dich? Ja, seit 71 Jahren. Niedersachsen, das erste Mal eine Frau in dieses hohe Amt, das bedeutet wahnsinnig viel. Es zeigt zum einen, die gläsernen Decken gibt es nicht nur in der Wirtschaft, es gibt sie auch in der Politik. Mhm. Und jeder Frau, der es gelingt, diese zu durchbrechen, ist eine Ermutigung für alle Frauen. Und von daher ist dieses Amt, die erste Präsidentin zu sein, für mich auch eine Verpflichtung, mein Gewicht für die Gleichstellung von Frauen einzubringen. Das finde ich gut, dass du das so sagst. Ich glaube ja, dass wir deutlich mehr Frauen brauchen in der Kommunalpolitik. Du weißt vielleicht, ich war 8,5 Jahre die erste Frauenbeauftragte. Damals hieß das noch Frauenbeauftragte beim Landkreis Holzminden. Habe mich immer dafür stark gemacht, dass Frauen sich kommunalpolitisch engagieren, weil ansonsten fehlt der Blickwinkel des großen Ganzen. Frauen machen etwa die Hälfte der Bevölkerung aus und dann müssen sie auch mitbestimmen können, mitreden können und ihren Blickwinkel einbringen können. Unbedingt. Es gibt ja diesen wunderbaren Satz von Jutta Limbock, unserer ersten Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts, die sagt, halbe in die Parlamente, genau. Erst dann sind wir in guter Verfassung. Und es geht ja nicht nur darum, dass wir dieses Ziel wirklich immer wieder im Auge behalten, es geht heute auch darum, Rückschritte zu verhindern. Seit 20 Jahren haben wir den geringsten Frauenanteil im Bundestag, im Niedersächsischen Landtag unter 30%, in den Kommunalparlamenten noch weniger. Und schauen wir uns in Niedersachsen die Oberbürgermeister an, dann sehen wir 17 Oberbürgermeister, keine einzige Frau. Von daher, Petra, setzen wir alle große Hoffnungen auf dich, dass wir auch in Göttingen die erste Oberbürgermeisterin haben. Auch dann wirst du Geschichte schreiben. Ich werde jedenfalls alles tun, damit wir dieses Ziel erreichen. Danke, ich freue mich sehr und ich finde, nach gut 1000 Jahren Stadtgeschichte darf es denn auch mal eine Frau sein. Dafür trete ich ein, daran setze ich alles. Ich wäre gerne die erste Oberbürgermeisterin Göttingens. Gabi, du hast dich in der Vergangenheit ganz stark gemacht fürs Paritätgesetz. Warum eigentlich? Das Paritätgesetz nach dem Vorbild Frankreichs zeigt, dass wenn wir eine gesetzliche Grundlage haben, wir ein ganz starkes Instrument haben, dem Ziel der Gleichstellung nachzukommen. Das heißt, Parität halbe in den Parlamenten. Wir haben die Erfahrung gemacht, also in meiner Jugendzeit war der Kampf für die Quoten ein riesiger Schritt. Wir müssen aber heute ganz nüchtern feststellen, dass freiwillige Quoten nicht ausreichen. Und ich hoffe sehr, dass meine Kinder, meine Enkelkinder erleben werden, dass Parität auch nicht nur Verfassungsrang hat, sondern auch gelebte Wirklichkeit einer Demokratie ist. Genau, das kann ich nur unterstreichen. Unser gemeinsamer Auftrag ist es, die Gleichberechtigung aller Geschlechter voranzubringen. Da können wir uns nur hinterstellen. Gut wäre, wenn das gar nicht erforderlich ist, aber solange wir noch Unterrepräsentanzen haben, müssen wir uns für solche Gesetze stark machen. Da bin ich total bei dir, ganz genau. Und ich muss sagen, gerade auch die Corona-Pandemie, die wir ja immer noch zurzeit erleben, hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass auch die Perspektive
die Sichtweise und die Interessen von Frauen in den Parlamenten und zwar auf allen Ebenen vertreten sind. Denn Homeoffice, was hältst du von Homeoffice, Petra? Das Homeoffice klingt gut, aber man muss genau hingucken. Viele Frauen haben ja gerade in der Pandemie berichtet, dass es eine Doppelt- und Dreifachbelastung war und dass sie am Kochherd standen, das Kind auf dem Arm hatten und mit ihrem Arbeitgeber telefoniert haben oder nebenbei noch in den PC geschaut haben. Das sind Dinge, die können wir nicht unterstützen, die können wir einfach nicht fördern. Ich glaube, dass Homeoffice oder sagen wir alternierende Telearbeit, hat man früher gesagt. Also wenn man von zu Hause aus arbeiten kann, aber die passende Kinderbetreuung dafür hat, dass wir dann vorankommen. Man braucht aber auch immer die Anbindung an den Betrieb. Die ist wichtig, um den Kontakt nicht zu verlieren. Ich mache mich sehr, sehr stark dafür, dass Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei uns großgeschrieben wird. Wir sind nicht umsonst die Kommune, die seit Jahren das beste Kinderbetreuungsangebot hat, sowohl für die unter Dreijährigen als auch für Kinder in Ganztagsbetreuung. Das ist schon gut und trotzdem gibt es nach wie vor Kinder, die noch keine Betreuungsplätze haben. Wir werden in den nächsten Jahren noch weiter ausbauen müssen im U3-Bereich und im Ganztagsbereich. Unbedingt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Frauen auch ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen können. Vor allen Dingen auch dann, und das trifft in Göttingen auf die große, große Mehrzahl der Frauen zu, einen hochqualifizierten Job haben. Und von daher wir alle ein Interesse auch daran haben müssen, dass die Frauen berufstätig bleiben. Der Fortschritt ist nicht vom Himmel gefallen, er ist erkämpft worden von uns und der Kampf von vielen starken Frauen ist noch nicht zu Ende und er geht weiter. Wir müssen uns weiter dafür einsetzen. Genau, und deshalb eine Frau an der Spitze des Rathauses würde auch sichtbar machen, dass wir es ernst meinen mit der Gleichstellung. Danke. Gabi, deine große Stärke ist nicht nur Gleichstellung, sondern vor allen Dingen auch Wissenschaft. Du warst ja im Schattenkabinett von Stefan Weil als Wissenschaftsministerin vorgesehen. Ich weiß, dass du dich über viele Jahre wirklich für unsere Wissenschaft in Göttingen stark gemacht hast. Was bedeutet Wissenschaft für diese Stadt? Wenn man als Stadt den Beinamen hat, die Stadt, die Wissenschaft, spricht das, glaube ich, schon Bände über die Bedeutung von Forschung, Wissenschaft, Universität für Göttingen. Es gibt ja diesen bezaubernden Spruch, andere Städte haben Universitäten. Die Universität Göttingen hat eine Stadt und zeigt das enge Verhältnis, was es gibt und dass diese Stadt geprägt wird von der Wissenschaft, von der Universität, von unseren Hochschulen, von den Studierenden. Nicht nur, weil die Universität unser größter Arbeitgeber ist, 17.000 Beschäftigte in einer Stadt hat das Gewicht, sondern vor allen Dingen auch das Stadtleben. Offen, tolerant, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, Studierenden aus 150 Nationen dieser Erde, die friedlich zusammenleben. Das ist das Besondere an Göttingen und darum lebe ich sehr, sehr gerne in dieser Stadt. Das macht diese Stadt auch liebens- und lebenswert. Ja. Und wichtig ist, dass wir eine Volluniversität haben, dass wir uns nicht auf einzelne Bereiche fokussieren, dass wir aber trotzdem unser besonderes Profil herausarbeiten. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit unserem neuen Universitätspräsidenten, der mir auch deutlich gemacht hat, Metin Tolan, ein sehr, sehr angenehmer Mensch, wirklich eine gute Wahl, kann ich einfach sagen, der mir es nochmal sehr deutlich gemacht hat, dass er sich für die gesamte Universität natürlich einsetzt, dafür stark machen wird, dass es eine Volluniversität ist, dass er aber auch nochmal einen Versuch starten wird, die Exzellenz unserer Universität herauszuarbeiten. Die ist ja im Wettbewerb um einen Spitzenplatz bundes- wie europaweit sehr, sehr wichtig und ich glaube, da müssen wir beide wieder mal eng zusammenarbeiten. Wir haben in der Vergangenheit schon an vielen Stellen eng zusammengearbeitet. Unser Job wird es sein, das auch politisch nach vorn zu bringen, dass unsere Universität diesmal bei der Exzellenzinitiative nach vorne kommt.
Auf jeden Fall. Die Exzellenzstrategie ist natürlich für eine Universität nicht nur nach außen, sondern auch nach innen ein wichtiger Motor. Aber da ich die Universität sehr, sehr gut kenne, ich habe nicht nur hier studiert, promoviert und auch an der Universität gearbeitet. Ich begleite sie auch sehr lange schon in der Landespolitik. Unsere Universität, unsere Georgia Augusta, braucht sich nicht verstecken. Mhm. Die Universität Göttingen ist nach wie vor landesweit die bedeutendste Universität in Niedersachsen. Und schauen wir uns die Rankings an, ohne diese überbewerten zu wollen. Göttingen liegt auch im bundesweiten Vergleich vor vielen Exzellenzuniversitäten. Schauen wir uns unsere Leibniz-PreisträgerInnen an, schauen wir uns unsere Sonderforschungsbereiche an, unsere die DFG-Projekte, dann sind wir exzellent, auch ohne, dass wir diesen Titel führen. Dieses Selbstbewusstsein wünsche ich mir manchmal doch von allen, das zu sagen. Und gerade wenn man zum Beispiel in die Universitätsmedizin schaut, ich habe vor kurzem wieder Professor Moser besucht und er hat das neue Forschungsprojekt, was ja im Exzellenzcluster vertreten ist, das optische Cochlea-Implantat entwickelt. Sehr interessant. Das war spannend. Es ist uns gelungen, ihn hier in Göttingen zu halten. Viele, viele junge ProfessorInnen an der UMG haben spannende Projekte, spannende Nachwuchsgruppen, übrigens auch an der Universität insgesamt, sodass einem überhaupt nicht bange sein muss. Gleichwohl, bei aller Begeisterung, du merkst es, ich bin wirklich mit dem Herzen eine Alumna dieser Universität. Aber natürlich darf man die dunklen Wolken nicht übersehen. Wir haben an der Universität Göttingen einen enormen Sanierungsstau von über 800 Millionen. Das kann natürlich eine Universität, auch eine Stiftungsuniversität, nicht alleine stemmen. Da braucht sie Unterstützung vom Land. Und ein Sanierungsstau in diesem Umfang gefährdet auch den Forschungs- und Lehrbetrieb. Wow. Und von daher müssen wir hier uns dieser Herausforderung ernsthaft stellen. Da ist ja eine Forderung vom Deutschen Gewerkschaftsbund, dass das Land ein Landeshochschulinvestitionsprogramm auflegt. Dafür müssen, glaube ich, wir beide uns wirklich stark machen. Und wenn du sagst, die Wissenschaft hat hier einen so besonderen Stellenwert, aber der eigene Profit gilt im Lande häufig nichts. Ich glaube, ganz anderes Thema, wir müssen uns in Sachen Stadtmarketing noch mal deutlich anders aufstellen. Du hast den Investitionsbedarf angesprochen der Universität, insbesondere in den Bereichen Mathematik, Chemie und Forst ist der wirklich gewaltig. Da gibt es ja eine Forderung vom Deutschen Gewerkschaftsbund, die möchten gerne einen Innovationsfonds haben und eine Hochschulentwicklungsgesellschaft. Kann ich unterstützen, was hältst du davon? Das ist ein Vorschlag der bedrohten Lage, sage ich mal, voll Rechnung trägt und der auch, die Vorschläge sind auch in der Lage, so viel Mittel zu heben, dass man diesen Sanierungsstau wirksam angehen kann. Das wird nicht von heute auf morgen möglich sein, aber es bedarf einer Planungsperspektive und einer Planungssicherheit. Vor allen Dingen geht es auch darum, dass unsere Hochschulen im Wettbewerb mit anderen Hochschulen in anderen Bundesländern bestehen können. Und die große Sorge der Hochschulen, ich bin ja mit vielen immer regelmäßig im Gespräch, ist, dass sie angesichts der enormen Hochschulinvestitionsprogramme bei unseren Nachbarn in Hessen, in Thüringen, in Nordrhein-Westfalen, in Baden-Württemberg, in Bayern, wo viel Geld in den nächsten Jahren in die Hochschulen fließt, die Sorge, dass sie abgehängt werden. Mhm. Und angesichts der großen Bedeutung, und wer wüsste das besser als wir in Göttingen,
der Hochschulen auch als Innovationsmotor für die heimische Wirtschaft, ist das natürlich etwas, wogegen wir uns stemmen müssen. Und ich setze mich natürlich auch weiter dafür ein, dass wir für die Hochschulen mehr Mittel bekommen im Landeshaushalt, die auch einfach der Bedeutung der Hochschulen gerecht werden. Und gerade in der Corona-Pandemie hatten wir ja hier in Göttingen gesehen, was für eine herausragende Expertise mit Frau Professorin Scheitauer, Frau Professorin Priesemann, genau. Herr Professor Bodenschatz und viele andere. Ja, ganz genau. Und du sprichst es an, also die Verbindung zwischen Hochschule und Stadt ist eng, muss auch eng sein, das werde ich natürlich pflegen. Und die Universitätsmedizin Göttingen, die ist einfach Gold wert. Ich bin so, so glücklich, dass wir sie haben. In der Pandemie haben wir engstens zusammengearbeitet. Frau Professorin Scheitauer war immer an meiner Seite, wenn es um irgendwelche besonderen Ausbrüche geht. Sie hat das wissenschaftlich begleitet. Viola Priesemann, mit der war ich regelmäßig im Kontakt, um gemeinsam zu überlegen, wie wird es sich entwickeln, welches Szenario ist zu erwarten, welche Maßnahmen haben wir da. Naja, und als Mitglied der Gesundheitsregion war ich natürlich auch mit deren Vorsitzenden Professor Brück im Austausch. Ich möchte die Universitätsmedizin nicht missen. Da steht demnächst ein Neubau an, und zwar wird es der größte Bau sein in ganz Südniedersachsen. Dafür hat das Land ein Sondervermögen aufgelegt. Das ist gut, darüber freuen wir uns alle. Mit dem derzeitigen Sondervermögen können wir schon einiges bewerkstelligen. Wir beide, glaube ich, aber müssen dafür sorgen, dass dieser größte Bau auch klimagerecht, nachhaltig erfolgt und dass alle Facetten damit nacheinander abgebildet werden können. Aktuell geht es ja darum, die Bettenhäuser neu aufzustellen und den Bereich Kinder und Jugend. Wir brauchen aber auch den Bereich Lehre, Forschung und Verwaltung. Und dieses Sondervermögen darf per Gesetzesfestlegung nur für die Krankenversorgung ausgelegt werden. Aber das Besondere unserer Universitätsmedizin ist die Krankenversorgung, die Forschung und die Lehre unter einem Dach. Genau. Und das heißt, wir brauchen nicht nur Neubauten für die Krankenversorgung, sondern auch für die Forschung und Lehre. Und das wird der nächste große Schritt sein, Meilenschritt, den wir gehen müssen, um die Universitätsmedizin in Göttingen nachhaltig zukunftsfähig zu machen. Und das ist nicht nur um die Krankenversorgung für die ganze Region, für ganz Südniedersachsen geht, sondern auch große Forschungsfortschritte von hier zu erwarten sind. Auch das, glaube ich, da müssen wir uns nicht verstecken. Und darüber hinaus ist auch diese Universitätsmedizin ein Innovationsmotor. Das Modell, man kann es nicht oft genug sagen, des Gesundheitscampus, das Modell, wo eine Universitätsmedizin mit einer Hochschule zusammenarbeitet und ausbildet, das ist bundesweit einmalig. Und solche Wege zu gehen, dass sie gegangen werden, zeigt, wie innovationsstark unsere Hochschulstandorte, und hier nehme ich die Hochschule, die HWK, aber auch die private Fachhochschule ausdrücklich mit ein. Und wenn man dieses hervorhebt, dann wissen alle, dass natürlich das Besondere der Forschungscampus ist, der Göttingen Campus, unsere starken Forschungseinrichtungen, unsere Max-Planck-Institute, unsere Leibniz-Institute, das ist ja wirklich auch ein Fund, ein Schatz, den wir hier haben. Und deshalb ist der Rohstoff, das Wissen, der Rohstoff des 21. Jahrhunderts hier eben besonders gut zu heben. Sehr schön. Das ist eine super Überleitung zum Forum Wissen. Wollen wir noch ein Stück weitergehen? Gerne. Die Universität
wird ja im nächsten Jahr das Forum Wissen eröffnen. Das Forum Wissen wird eine Einrichtung sein, die, mit der sich die Universität in die Stadtgesellschaft öffnet und deutlich darstellt, wie Wissen entsteht. Ich persönlich finde, dass das gerade in Zeiten von Verschwörungstheorien furchtbar wichtig ist, zu zeigen, wie Wissen entsteht. Und insbesondere dann, wenn ich höre, dass ein Drittel aller Menschen Entscheidungen nicht mehr auf der Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern auf dem Bauchgefühl fällt, glaube ich, müssen wir einfach deutlicher machen, dass Wissen eine Basis ist, dass Wissenschaft eine Basis ist. Und da haben wir mit dem Forum Wissen dann ein echtes Fund in der Hand. Ich habe mich sehr gefreut, dass Metin Tolan diese Idee auch mit unterstützt. Hätte ja gut auch sein können, dass ein neuer Unipräsident da andere Schwerpunkte setzt. Aber er hat das ganz genauso gesehen. Das Forum Wissen wird es in der bisherigen Größe geben. Und ich freue mich sehr darüber, weil wir damit ein echtes Highlight wieder bekommen in die Stadt. Ein Publikumsmagnet. Ich bin sicher, mit in Verbindung mit den anderen kulturellen Einrichtungen, zum Beispiel auch dem Kunsthaus, werden wir überregionale Aufmerksamkeit erzeugen. Das wird hier auf jeden Fall ein Leuchtturm werden, das Forum Wissen. Und du hast es richtig gesagt, noch nie haben wir dringender solche Orte gebraucht als jetzt. In Zeiten, wo eben Fakten von vielen sagen, das ist Ansichtssache, brauchen wir eine Wissenschaft, die erklärt, mit welchen Methoden sie arbeitet, wie Ergebnisse zustande kommen. Auch was wichtig ist einzuschätzen, die Pluralität, die Vielfalt auch von wissenschaftlichen Meinungen, dies gewichten zu können. Und so ein Ort der Begegnung, des Austauschs der Wissenschaft mit der Gesellschaft, davon profitiert übrigens nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die Hochschulen, weil ihre Aufgabe ist es ja zum Wohle aller, auch zu forschen, zu lehren. Und hier ist ein Ort wie ein Schaufenster, wo wir das auch miterleben können. Und ich bin mir sicher, dass nicht nur Schulklassen, sondern auch viele Besucher, Besucherinnen aus dem Inland, aus dem Ausland an diesen Ort kommen werden und staunen, nicht nur über die Schätze, die Göttingen ja in seinen Sammlungen hat, sondern auch zu erleben, wie Wissen entsteht. Ein spannendes Projekt und ich möchte mich wirklich bei allen ausdrücklich bedanken, die dieses möglich gemacht haben und die daran auch geglaubt haben, weil es stand ja schon das ein oder andere Mal auf der Kippe und das zeigt eben auch, dass nichts so stark ist wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist und die Zeit für das Forum Wissen ist da. Was das Forum Wissen betrifft, Gabi, würde ich dich gerne noch mal zitieren. Als wir uns das erste Mal darüber unterhalten haben, hast du zu mir gesagt, das Forum Wissen ist eine so gute Idee. Wenn es das noch nicht gäbe, müsste man es jetzt erfinden. Und ich glaube, da hast du völlig recht gehabt. Im nächsten Jahr werden wir es eröffnen. Ich freue mich schon sehr. Und ich möchte mich als Oberbürgermeisterin dafür einsetzen, dass es auch eine städtische Förderung gibt. Eine städtische Förderung in zwei Hinsichten. Fangen wir mit dem ersten an und als Sozialdemokratin ist mir das wirklich wichtig. So ein Forum Wissen ist auch eine Bildungseinrichtung. Und es ist nicht Aufgabe der Universität, junge Menschen da heranzuführen. Das, glaube ich, ist städtische Aufgabe. Ich würde mich gerne stark machen dafür, dass es dort eine Stelle gibt, die die Bildungsarbeit mit Jugendlichen, mit Schülerinnen und Schülern fördert. Weil nur so werden wir unserem Anspruch Stadt die Wissenschaft gerecht und nur so werden wir auch junge Menschen frühzeitig fördernd an die Wissenschaft heranführen. Petra, das ist eine großartige Idee und wirklich auch ein Signal in die Stadt, an die Universität, dass wir auch weiterhin diesen Weg gemeinsam gehen. Und ja, es ist ein Bildungsort. Ja, es ist ein Ort der Aufklärung. Wir sind ja auch gegründet als Universität der Aufklärung. Es ist aber auch, und das ist mir auch als Präsidentin wichtig, es ist auch ein Ort der Demokratie. Weil dort, wo Verschwörungstheorien sich durchsetzen, Verschwörungsmythen, oft gepaart mit Hass, mit Hetze,
ist es auch so, dass oft auch demokratische Prozesse in Frage gestellt werden. Und da ist es wichtig, durch Aufklärung einen Beitrag auch zu leisten, zur demokratischen Teilhabe, zur Demokratie. Und wir sehen, dieser Ort, das Forum Wissen und vor allen Dingen das Kulturforum, was ja den Namen unseres leider viel zu früh verstorbenen Kollegen Thomas Oppermann tragen wird. Dieses Kulturforum wird ein Schmelztiegel werden, wo all das zusammenkommen kann und wo viele Ideen sprühen werden. Da bin ich mir sehr sicher und ich freue mich riesig auf die Eröffnung im nächsten Jahr. Ich mich auch, Gabi. Und ich fand es richtig klasse, dieses Gespräch mit dir zu führen. Hat mir viel Spaß gemacht. Wir haben endlich mal wieder den Botanischen Garten Wunderbar. Gesehen. Der war ja im letzten Jahr in der Pandemie leider nicht betretbar. Jetzt ist er wieder da. Also ich freue mich mit dir auf die Zusammenarbeit ab dem 1.11. Drück mir die Daumen, dass das klappt auf mit der Oberbürgermeisterin. Auf jeden ich setze Fall. Alles dran. Auf jeden Fall. Zwei starke Frauen für Göttingen, oder? Auf jeden Fall. Und ich bin mir sicher, dass wir in Göttingen noch viele, viele starke Frauen finden werden. Ob das in der Hochschule ist, an den Schulen, im Erziehungswesen, im Kita, in der Pflege, in der Wirtschaft, in den Unternehmen. Überall starke Frauen, die wir sichtbar machen müssen und wo wir zeigen können, ja, wir können es. Wir können es, genau. In dem Sinne, Petra, ich wünsche dir noch viel Spaß. Im Wahlkampf. Ich Danke. Werde natürlich an deiner Seite bleiben, keine Vielen Frage. Dank. Vielen Dank. Okay, und den Zuschauerinnen und Zuschauern sagen wir Tschüss. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Ciao. Ciao.